Da ist er nicht mal. Dann machen wir jetzt alle einmal nochmal. Wir grüßen oben die himmlischen Sphären mit diesen wunderbaren drei Jungs, die mir gerade verraten haben, dass sie gleich noch an der Schlange tanzen werden. Genau. Er hat die Zipfelmütze bereits an. Das ist immer ganz gut. Oh, die Begrüßung, die Kameraden, kommen Sie gleich einfach auf das. Diese schönen Jungs hier. Was hören wir denn jetzt? Was hören wir denn für ein Liedchen? Was für ein Lied? Sollen wir jetzt singen? Naja, aber mindestens. Auf Kameraden, solange wir leben. Ich scheiß auf den Kuh, was wir sagen. Das war eine wunderbare Ansage. Ist das Ihr Weihnachtsoutfit? Nein. Vielleicht wollen Sie auch noch mal jemanden grüßen. Nein, ich kann nicht so grüßen. Wollt ihr noch ein Lied singen oder wollt ihr mal grüßen? Möchtest du noch ein Lied singen oder möchtest du noch grüßen? Ja, ich grüße morgen unsere Arbeitskollegen, die nicht da sind. An alle Arbeitskollegen, die heute nicht dabei sind. Ja, die verpassen die wahnsinnige Weihnachtsfeier. Yes! Heute geht's nicht. Schade, unrecht, sind nicht Ja! Junger Mitarbeiter und die sind ja auch noch ein bisschen, die glauben noch an den Weihnachtsmann und so, da muss man auch vorsichtig auch sein. Glauben Sie noch an den Weihnachtsmann? Natürlich. Ja. Und möchten Sie jetzt den Weihnachtsmann auf Ihrem Posten haben? Danke für all die Geschenke in den ganzen Jahren und dieses Jahr wieder. I already will say no man, but you can do the job when you're in time. Hey, das ist hier die Supertruppe, wir haben auch Weihnachtsherz am rechten. Gibt es jemanden, den ihr grüßen wollt? Oder wie viel Hurra, die Kamera oder wo? 1, 2, 3. Hip, hip, hurra! Weihnachten ist da! Ja, hiermit möchte ich alle Engel grüßen, in Leuna, in unserem schönen Kombinat und ein frohes Weihnachtsfest. Das finde ich ganz schön. Das sind wieder wunderbare Menschen. Und wir fragen jetzt, möchten Sie jemanden grüßen oder möchten Sie etwas singen? Singen auf keinen Fall. Grüßen durch alle Kollegen, die heute nicht hier sind. Da schließe ich mich an. Ja, vor allem den Herrn Niklas, ja. Herr Niklas, schöne Grüße. Hip, hip, hurra! Ja, dann grüße ich für Sie, ne? Erstens die Leute. Ich habe gehört, bei Ihnen müssen jetzt noch Menschen noch weiterarbeiten, jetzt gerade im Moment. Ja, da kommen wir gerade, ja. Dann, okay. Dann jetzt wünsche ich aber wirklich ein schönes Feiern, ne? Danke. Hast du was dran, Mensch? Jahresendflügelpuppe ist, wissen Sie das? Engel. Sie haben einen Hauptgewinn gewonnen, insofern, dass Sie jetzt einmal mit mir in die Kamera reingrinsen. Oh, ich will das! Einen Engel wird gegrüßt. Oh, mehr nicht. Okay. Gleich möchten Sie auch noch jemanden grüßen. Und deshalb ist jetzt die Gelegenheit, das zu tun. Grüße meine Frau. Ja. Ich hoffe, dass alle tanzen haben vielleicht. Wie heißt er? Rentier, ja. Möchten Sie jetzt noch einen Gruß loswerden an jemanden? Nee, eigentlich nicht. Viel Spaß heute. Danke. Einen warmen Gruß an irgendeinen lieben Menschen schicken. Ja, an alle Kollegen. An alle. Oh, haben Sie so ins Herz geschlossen? Natürlich. Ach, das ist wirklich rührend, ja. Ne? Ja, wie die das machen. Ja. Hip, hip, hurra! Wenn er der jungen Mann zum Feind machen willst, dann pack ihn an die Haare. Ne? Das geht auf keinen Fall. Das ist richtig. Was ist denn heute Abend das Motto für Sie? Gemütliches Beisammensein. Und gutes Essen. Gutes Essen, gemütliches Beisammensein. Wollen Sie noch irgendwelche Grüße loswerden? Frohe Weihnachten, Mann. Ja. So, da sind wieder wunderbare Menschen hier für Runde 7 TV. Und wir sagen uns zu dritt ein Hippie-Hurra bei 3. 1, 2, 3. Hippie-Hurra. Nochmal. Okay, nochmal. Hippie-Hurra. Ja, Hippie-Hurra. Hippie-Hurra. Alles Gute, viel Spaß. Alles Gute, viel Spaß. Das ist das Motto für heute Abend. Super. Ich finde das toll, dass es Männer gibt, die wirklich ganz viel Wert darauf legen, wie es hinterher aussieht. Genau. Das ist doch wichtig. Werden Sie auch unter dem Weihnachtsbaum so stehen? Ja. Ja. Haben Sie da auch dann immer so anzufangen oder bitte noch mal ein bisschen weniger? Ja, weniger. Weniger. Finde ich auch immer, also ist auch so warm unter Weihnachtsbaum. Genau. Weihnachtsmann muss man abends mal ein bisschen mehr ausziehen. Möchten Sie jetzt noch einen Gruß loswerden? Ja, für meine Kinder, die haben heute Geburtstag. Oh! Und meine Sohn arbeitet auch bei Wilfinger. Und die möchten Sie alle grüßen?
Alle. Pippin? Wo haben Sie denn Ihre Frauen gelassen? Zu Hause. Zu Hause. Das wird nachher geschnitten, ja? Zu Hause muss ich. Was heißt eigentlich Jahresendmüdel? Jahresendmüdel? Eine Ente. Eine Ente? Jahresendmüdel. Also mir wurde gesagt, das ist ein Engel. Möchten Sie jemanden grüßen? Vielleicht die Kollegen, die da noch in der Nacht schicken? Nein, also nicht. Die sollen arbeiten. Ne? Ja, haben Sie völlig recht. Was verstehen Sie unter dem Begriff Jahresendflügelpuppe? Zwei Shows, aber wir sind vom Engel-TV. So, ein kleiner Herr Engel-TV. Engel-TV. Jahresendflügelpuppe. Was können Sie das machen? Ein Engel. Ein Engel! Was ich ja hier in Leuna wirklich sehr bewundere, ist, dass die Leute hier reinkommen und einen direkt anstrahlen. Ich lächle! Hat sich von jemand ganz bestimmtes gerade gelächelt? Für meine Enkel. Für die Enkel! Und jetzt aber nochmal. Für die Enkel! Für die Enkel! Ja, schöne Grüße! Für alle vier Enkel! Das ist ja jetzt hier irgendwie so der Weihnachtsoutfit, obwohl sie könnten auch als Weihnachtsmann bestehen. Die waren ja früher blau, wussten Sie das eigentlich? Ganz früh. Ganz früh. Sie könnten eigentlich auch einfach rufen, Sie wären heute Abend der Weihnachtsmann. Ich habe den Weihnachtsmann gefunden, weil ich ja die Weihnachtsfrau bin. Sind wir dann echt verheiratet? Zusammenleben. Wir leben zusammen. Wir haben eine offene Beziehung. Genau. Und dann grüßen wir all die anderen Freunde von uns. Genau, machen wir. Grüß an alle. Frohe Weihnachten. Winter Wonderland. Walking in a winter wonderland.